Die Börsen stehen kurz vor dem Schlussquartal, das durchaus mit vielen Unsicherheiten, aber auch Chancen behaftet ist. Wie geht es weiter an der Börse? Wie können sich Anleger aufstellen? Wie kann man es auch schaffen, sein Vermögen, seine Investitionen optimal zu schützen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Zum einen Rolf Klein von der Neutralis Kapitalberatung. Herzlich willkommen hier an der Börse in Frankfurt. Und Patrick Kesselhut vom Zertifikateemittenten Société Générale, ebenfalls hier aus Frankfurt, beziehungsweise in Frankfurt. Patrick Kesselhut, überwiegen aus Ihrer Sicht für das Schlussquartal eher die Chancen oder eher die Gefahren? Da kann man bestimmt auf die Statistik zurückgreifen. Da muss man sagen, die Chancen überwiegen tatsächlich, vor allem dann nach den Präsidentschaftswahlen. Im Vorfeld, das hat man ja schon oft gesehen, kann es durchaus holprig werden. Und wir haben ja noch den September und einen guten Teil des Septembers und den ganzen Oktober. Also da kann man vielleicht noch mit einiges an Schwankungen rechnen. Aber im Schluss, nach den Wahlen, wenn dann sozusagen es raus ist, wer das Rennen macht, gibt es doch gute Anzeichen dafür, dass die Kurse wieder anziehen könnten. Man darf aber nicht ganz vergessen, dieses Jahr war schon recht erfolgreich. Also wir sind in einem durchaus durchschnittlichen Bereich von der Jahresperformance von einem Wahljahr schon. Das heißt, haben eigentlich schon sozusagen hier einen Durchschnitt geliefert von so einem Wahljahr. Und dann ist vielleicht nicht mehr ganz so viel Rallye-Fantasie am Ende da. Das muss man vielleicht einkalkulieren. Ich weiß, Rolf Klein aus dem Vorgespräch, Sie haben eher den langfristigen Blick. Also ein Quartal ist fast schon zu wenig, würde ich mal jetzt vermuten zumindest. Aber natürlich schauen Sie auch in die Zukunft. Sind Sie da grundsätzlich immer zuversichtlich oder sagen Sie, wir sind im Moment in einer herausfordernden Zeit? Ja, zunächst einmal bin ich schon ziemlich lang sozusagen im Finanzdienstleistungsbereich dabei. Und wir befinden uns ja gerade im Moment im Zinssenkungszyklus, zumindest was die FED und die EZB angeht. Ja, und dann ist hier die Frage, wie stark und wie schnell werden die Zinsen weiter gesenkt? Ja, und warum werden die Zinsen gesenkt? Ja, geht es hier darum, ich sag mal wegen der Inflation, dass die Zinsen gesenkt werden können? Durch sinkende Zinsen können natürlich die Refinanzierung der Staaten und der Unternehmen gefördert werden und die Aktienkurse können beflügelt werden. Aber wenn die Argumentationskette ist, dass vielleicht eine Rezession verhindert werden soll, da ist die Frage dann, wie hoch und wie schnell die Zinsen gesenkt werden, dann könnte das auch wie in der Vergangenheit schon mal nicht besonders gut für die Aktienkurse aussehen. Mhm. Weil letztendlich die Zinssenkungen nur eine Reaktion auf eine schlechte Konjunktur wären. Das ist das, was Sie sagen wollen, glaube ich. Ne? Ja. Das heißt, die Herausforderungen sind durchaus nicht gerade gering, auch im Moment. Wenn wir das mal alles ins Kalkül ziehen, die Vorwahlperiode, die Unsicherheiten und so weiter, dann ist es ja durchaus auch wichtig, nicht blindlings in den Markt zu gehen, sondern auch immer zu bedenken, dass man in die andere Richtung gehen kann. Welche Möglichkeiten gibt es da, Patrick Kesselhut? Gut, wer eine Direktanlage in Aktien oder Fonds beispielsweise wählt, der hat natürlich ein anderes Risikoprofil wie jemand, der auf zum Beispiel Zertifikate zurückgreift. Da gibt es auch defensive Produkte oder Wertpapiere, mit denen man wirklich auch in solchen Marktphasen mit einem entsprechenden Puffer investieren kann. Das heißt, man ist nicht darauf festgenagelt, ab Investitionszeitpunkt ins Plus zu laufen, sondern es gibt alle möglichen Varianten an Auszahlungsprofilen mit großem Puffer, mit kleinem Puffer. Die Laufzeit macht einen Unterschied. Also es gibt hier unterschiedlichste Möglichkeiten, tatsächlich auch in solchen Seitwärtsphasen eine positive Rendite zu erzielen. Aber das sind immer nur Produkte, die eine gewisse Zeit laufen. Ein halbes Jahr, ein Jahr, das ist jetzt nichts, was man dann sozusagen für die Ewigkeit kauft oder erwirbt mit offener Laufzeit, zumindest nicht im Anlagebereich. Da müsste dann die Position regelmäßig, man sagt dazu, gerollt werden. Das heißt dann umgeschichtet werden, wenn ein Produkt ausläuft, in das nächste Wertpapier hinein. Das ist eine Möglichkeit. Rolf Klein, was würden Sie sagen, wäre sinnvoll für Anleger, was man berücksichtigen sollte, wenn man eben auch ein bisschen defensiver investieren will? Erstmal sorry, dass ich nochmal auf das vorangegangene Thema nochmal eingehe. Stichwort japanische Notenbank. Ja, wenn die japanische Notenbank jetzt genötigt ist, die Zinsen vielleicht nochmal anzuheben und parallel dazu die US-Notenbank, die FED, die Zinsen senkt, ja, Stichwort Carry Trade. Das hat man ja vor 2-3 Wochen gehabt, dass das ganz schön turbulent an den Aktienmärkten war. Zum Thema Vermögensschutz über Portfolien, ja, das war die Frage. Klassisch ist ja, ich sag mal, das Thema 60-40 Portfolio, das heißt 60 Aktien, 40 Renten. Für die Diversifikation
Bei den Renten bin ich allerdings, ich sag mal, im Moment aus taktischen Gründen, aber nicht aus strategischen Gründen, sind Renten interessant, weil man eine Zinssenkungsphase heißt. Zinsen sinken heißt steigende Kurse. Aber für die Zukunft, also langfristig betrachtet, würde ich die Renten nur noch taktisch einsetzen, nicht mehr strategisch. Natürlich Sachwerte, Aktien, selbstverständlich, aber eben auch Goldpositionen. Vielleicht eine Brise Bitcoin, sage ich mal, aber das ist natürlich auch Geschmacksfrage. Ja, und auch Absolute Return Fonds eben zur Diversifikation einzusetzen. Sollte möglichst niedrig korrelieren, die Investments, ja, um eine entsprechende Stabilität ins Portfolio zu bekommen. Ja. Und wenn ich jetzt aus taktischen Erwägungen, so wie ich ja auch gerade ausgeführt habe, könnten ja oder bestehen natürlich immer Risiken, aber im Moment kann der schwarze Schwan, was weiß ich, von woher auch immer um die Ecke kommen, kann man über Short-ETFs zum Beispiel die Position, die Aktienposition absichern. Also ich würde nicht sagen, man spekuliert auf fallende Kurse, sondern man sichert, wie ich es im Moment mache für die Portfolien meiner Kunden, man sichert die Aktienposition zumindest überwiegend ab. Die klassische Absicherung, die Sie jetzt in den Ring geworfen haben, hier über ETFs, die es eben auch in der Short-Variante gibt, die also dann profitieren, wenn die Märkte fallen. Die klassische Absicherung kann man auch ganz direkt machen über Optionsscheine, Patrick Kesselhut. Wann ist das ratsam und für wen ist es überhaupt eine gute Möglichkeit? Also vielleicht das Zweite vorweg, für wen ist es eine Möglichkeit? Wirklich für diejenigen, die sich mit den Wertpapieren und der Funktionsweise genau auskennen, also die, die ihre letztlich Finanzangelegenheiten selber in die Hand nehmen, die sogenannten Selbstentscheider. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich erwarte für die nächsten Monate einen schwierigen Markt oder vielleicht sogar einen Einbruch, dann könnte man hergehen und sagen, mit sogenannten Put-Optionsscheinen, das sind ganz klassische Standard-Optionsscheine, die eben an Wert gewinnen, wenn der Basiswert fällt, kann ich für eine gewisse Zeit mein Depot absichern. Das macht immer dann Sinn, wenn die Märkte noch relativ ruhig sind. Man sagt dazu, die Volatilität, also die Schwankungsbreite auch eher gering, weil dann sind diese Absicherungen entsprechend günstiger, wie in Zeiten, wo es schon stürmisch ist. Das heißt, die Absicherung sollte man immer dann haben, natürlich bevor dann der Einbruch kommt. Das ist in der Praxis einfach schwierig zu treffen, muss man auch dazu sagen. Das ist das eine. Und Absicherung kostet grundsätzlich immer Geld, egal ob jetzt mehr oder weniger, also schmälert die Rendite. Das sollte man eben berücksichtigen. Manche neigen dazu, sehr, sehr lange oder irgendwie so ein bisschen dauerhaft fast schon abzusichern. Das sollte man nochmal tatsächlich dann überdenken, weil eben dann dauerhaft doch wirklich eine Renditeschmälerung da ist. Und in der Regel ist es so, die Märkte steigen langfristig eher. Das heißt, sich da permanent sozusagen Grund abzusichern, das müsste man tatsächlich in Frage stellen. Also das ist die klassische Variante, wo ich viele Möglichkeiten habe, auf Aktien, auf Indizes mit Put-Optionsscheinen mich abzusichern. Ich will nochmal auf den Short-ETF zurückkommen. Der hat ja normalerweise einen vorgegebenen Faktor, wenn ich es richtig sehe. Nach was gehen Sie vor, um denn das passende Instrument zu finden, Rolf Klein? Also ich setze grundsätzlich Double-Short-ETFs ein, also entweder auf den DAX oder auf den S&P oder Eurostoxx. Ich gucke mir an, wie hoch die Aktienquote in meinem Portfolio ist, ja, und sichere dann eben teilweise eben auch nur die Aktienposition ab. Das ist aber auch nur aus taktischen Gründen. Die Frage ist, wie komme ich dazu, ja, dies zu tun? Ja, ich achte natürlich auf das ganze Makroumfeld, aber das ist weniger für die taktische Allokation interessant, sondern eher so technische Indikatoren, Oszillatoren. Ja? Ist der Markt überkauft, überverkauft? Der MACD sagt ja vielleicht einen Trendwechsel voraus. Das sind ja nur Indikationen natürlich und keine Garantie. Aber gerade in überverkauften Märkten funktioniert das ganz gut. Dann wird spätestens die Short-Position aufgelöst sozusagen. Ja? Wie lange halten Sie die Short-ETFs so durchschnittlich? Das kann man gar nicht sagen, sondern hängt tatsächlich von der Marktsituation ab. Ja, ne? Das ist ja ein fester Faktor, mal zwei. Ja, aber wenn ich jetzt 5% allokiere, mal zwei, sind 10% auf dem DAX, dann sind 10% minus, ist der DAX mal minus dem DAX-Wert sozusagen. Ne? Ich frage nur wegen dieser Pfadabhängigkeit, dadurch, dass Sie ja jeden Tag dann immer wieder auf Faktor 2 gesetzt werden, würden Sie natürlich dann auch irgendwann einen Wertverlust möglicherweise haben, wenn sich nichts tut? Ja, sehen Sie, wenn ich mein Alter bedenke, meine Kunden sind in dieser Kohorte. Ja, die lassen lieber mal 1-2% an Rendite sozusagen liegen, haben aber eher den Wunsch auf die Sicherheit.
Ja, und das ist auch mein Gedankengut, weil ich habe in meiner Historie sämtlichen Kram mitgemacht, Entschuldigung. Ja. Also die Finanzkrise, die Asienkrise, die Corona-Krise. Ja, und ich weiß, was es bedeutet, wenn der Kunde auf einmal, wenn er 100.000 investiert hat und rechts unten steht im Depot 60.000, dann weiß ich, was passiert. Ja. Und das habe ich früher mal leider mitmachen müssen und daraus habe ich sehr gelernt. Ja. Und ja, das heißt, Sie haben dann schon wirklich die Bedeutung der Absicherung als einen ganz wichtigen Punkt in der Planung des Vermögensschutzes, wenn ich es richtig verstehe. Ja, also Diversifikation über geringe Korrelation und der einzelnen Investments und natürlich taktisch, ich betone nochmal, ist nicht dauerhaft. Wie der Kollege auch zu Recht sagte, ja, das dauerhaft ist natürlich nicht gut, weil natürlich tendenziell die Märkte nach oben gehen. Also aus taktischen Gründen setze ich dann eben auch Short-ETFs ein. Mhm. Ja. Ich denke, das ist in der Welt der Zertifikate, wenn es um Absicherung geht, in dem Fall Put-Optionsscheine, ähnlich. Oder gibt es da auch durchaus Anleger aus Ihrer Erfahrung, Patrick Kesselhut, die so einen Put-Optionsschein auch für einen längeren Zeitraum kaufen? Die gibt es auch, das hängt dann aber wirklich vom Einstiegsniveau ab. Wenn man den relativ günstig bekommt, ist ja die Absicherung auch entsprechend günstiger auf das Gesamtportfolio bezogen. Und da kann man sowas natürlich auch mal ein bisschen länger halten. Aber grundsätzlich, wie schon gesagt, eine Absicherung ist dann eher für die Zeit tatsächlich und eigentlich dann auch einzukaufen, bevor es losgeht. Das nur zum einen. Was wir aber auch sehen, ist tatsächlich vom Kundenverhalten eine verstärkte Nachfrage auch in den letzten Wochen einfach nach etwas defensiveren Anlageprodukten mit beispielsweise Discount-Zertifikate, wo einfach die Kursoberschwelle so knapp 10-15% unter den aktuellen Marktständen ist. Das heißt, hier wird schon auch mit gerechnet anlegerseitig, dass vielleicht die nächsten Monate ein bisschen holpriger werden könnten. Man nimmt sich so ein bisschen Puffer mit ins Depot, sage ich mal dazu. Und zu beachten ist natürlich auch, dass in der Regel die allerwenigsten Anleger nur eine Asset-Klasse im Portfolio haben, jetzt nur Zertifikate, nur ETFs, sondern es ist in der Regel immer ein Bündel und da können Zertifikate und Optionsscheine natürlich eine Beimischung sein. Mit dem langfristigen Blick, Rolf Klein, ist natürlich auch ganz schnell immer die Frage danach, wie kann ich gerade langfristig fürs Alter vorsorgen? Und ich vermute mal, als Kapitalberatung haben Sie da auch Kunden, denen genau das wichtig ist oder die vielleicht schon in dem Alter sind und Kapital erhalten wollen. Inwiefern kann gerade der klassische Finanzmarkt bei der Altersvorsorge helfen? Ist ja potenziell ein aktuelles Thema, falls der Bund sich dann doch noch entscheidet, die Altersvorsorge durch Wertpapiere noch mal extra zu fördern. Hängt ja immer so ein bisschen in der Luft, könnte kommen oder auch nicht, wir wissen es nicht, aber wenn man den Kapitalmarkt nutzt. Also das müssen wir zunächst einmal sehen, was vereinbart oder was will der Staat da umsetzen, was will der Herr Lindner da umsetzen etc. Ja. Stichwort Volatilität, das heißt, wenn ich ein junger Mensch wäre, bin ich leider nicht, wenn ich ein junger Mensch wäre, würde ich einen Aktienfonds-Sparplan machen. Ist eine Philosophiefrage, ob aktiv oder passiv, ja, das ist Geschmacksfrage. Den würde ich, ich sag mal, über einen gewissen Zeitraum mindestens 5, eher länger laufen lassen und dann regelmäßig ab diesem Zeitpunkt die Rendite kontrollieren. Das heißt, wenn ich hier eine Rendite über den Sparplan, wenn ich gerade in der Börsenhost bin, ja, vielleicht von 10% pro Jahr mir angezeigt bekommt, dann würde ich die Position verkaufen, in ein defensives Investment investieren und den Aktienfonds-Sparplan würde ich dann weiterlaufen lassen, bis ich wieder diese 10% oder x Prozent, sage ich jetzt mal, erreicht habe, die wiederum in das defensive Investment mit vielleicht 2-4% Rendite umschichten. Ja, so komme ich. Einerseits wird der Vermögensschutz quasi damit umgesetzt. Auf der anderen Seite nutze ich die Volatilität der Märkte, Stichwort Cost-Average-Effekt. Ich selber nenne das Optimierung des Cost-Average-Effekts, weil ich dann zu bestimmten Punkten eben verkaufe und absichere im Sinne, die Rendite absichere, indem ich in das defensive Investment investiere. Darüber habe ich auch publiziert im Übrigen und auch recherchiert oder richtig Kalkulationen erstellt. Man kommt da so ungefähr auf 6% nach Kosten, sage ich jetzt mal, pro Jahr. Aber defensiv, das, wo Sie sagen 3-4%, also 5 Jahre laufen lassen,
wäre ja dann Minimum. Also bis zu einem bestimmten, haben Sie eine bestimmte Renditevorgabe, wo Sie sagen, bis dahin so viel Rendite will ich haben und erst dann schiebe ich es quasi raus und lege es woanders hin. Wie machen Sie das? Ja, in meiner Software kann ich die Rendite des Kunden sozusagen nicht vorgeben, sondern er gibt sie vor und die Software berechnet sozusagen die Rendite des Sparplans und dann wird umgeschichtet. Ja. Also es ist dann auch individuell von eigenen Vorstellungen abhängig. Und was mich eben interessiert ist, was heißt dann defensives Instrument, 3-4%? Sind das klassischerweise Anleihen oder muss das gar nicht unbedingt sein? Ja, mit Anleihen hatte ich ja gerade schon was dazu gesagt. Ich bevorzuge funktionierende Absolut-Return-Fonds. Ja, die ja absolut Return bedeutet ja innerhalb einer bestimmten Frist keine negative Performance. Erreichen natürlich nicht alle, ja. Aber 3-4% schon? Ja, doch, es gibt doch einige, die das schaffen, ja. Und da ist natürlich die Volatilität da auch raus, ja. Ja. Altersvorsorge war auch ein großes Thema, Patrick Hesselhut, auf dem BSW-Forum, also dem Forum des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere, das gerade vor kurzem stattgefunden hat. Man kommt jetzt nicht direkt darauf, dass Zertifikate dann Element sein können. Können denn Zertifikate dann Element sein in der Altersvorsorge? Können auf jeden Fall Element sein. Das hängt natürlich vom auch Wissensstand und vom Chance-Risiko-Erwartung des Anlegers ab. Also wer sich mit den Produkten gut auskennt und wie gesagt seine Finanzverwaltung selber tätigt, der findet natürlich einen vielfältigen Strauß an Möglichkeiten, wie er sein Geld investieren kann. Und wie schon gesagt, ein Teil können Zertifikate und Optionsscheine auch sein. Vor allem, wenn es dann auch darum geht, vielleicht ein bisschen noch Rendite zu erzielen, weil man eben noch eine längere Laufzeit hat. Und wir sehen es ja auch an dem, was abgesetzt wird, eine starke Nachfrage auch nach ein bisschen gehebelten Produkten, gerade im Technologiesektor. Und Analysten gehen weiterhin davon aus, dass eben die künftigen Gewinntrends wirklich bei den Technologiewerten liegt, vor allem auch letztlich den Nasdaq-Werten. Und da sammelt sich eben dann auch entsprechend viel Kapital. Und die Tatsache, dass man mit Zertifikaten so unzählig viele Auszahlungsprofile an der Hand hat, macht es eben sehr, sehr variabel für den Einsatz und auch des Vermögensaufbaus. Man kann auch langfristig Produkte natürlich halten. Es gibt endlos laufende Tracker-Zertifikate. Zum Beispiel auf dem Magnificent 7 Index, nur ein Beispiel zu nennen, eine Möglichkeit, die Zertifikate auch bieten, ist die der Währungssicherung. Das heißt, man kann das sozusagen, das heißt Quanto, diese Funktionalität, ein Quanto-Produkt sich zulegen auf einen US-Basiswert, dann habe ich keinen Währungseffekt mehr drin, sondern gehe wirklich direkt auf den Basiswert 1:1 Euro-Dollar. Also es gibt wirklich die schiere Vielfalt einfach an Kombinationsmöglichkeiten, Auszahlungsprofilen macht es hier interessant. Aber so oder so muss ich dann natürlich auch sehr aktiv mein Portfolio da betreuen, denn viele gerade Anlagezertifikate laufen nur einen bestimmten Zeitraum. Da muss ich dann genau gucken, ob es in die richtige Richtung läuft, umschichten und eigentlich immer dabei bleiben. Was eigentlich nicht anders ist als bei Ihnen, weil Sie machen es vielleicht in längeren Zeiträumen, aber Sie schauen, nehme ich mal an, auch ziemlich genau, Rolf Klein, wie sich so ein Portfolio da entwickelt, oder? Selbstredend. Sonst macht das ja keinen Sinn. Ja? Ist ja der Zeitpunkt, wenn die Rendite, bleiben wir mal bei dem Optimieren des Cost-Average-Effekts, wenn die Rendite Kennziffer halt erreicht ist, dann löst das halt ein Verkaufssignal aus. Aber das ist ja sehr langfristig. 5 Jahre ist schon fast kurz, weil das macht keinen Sinn, das über 1 oder 2 Jahre zu machen, weil die Rendite in Euro, nicht in Prozent, ist ja marginal, sage ich jetzt mal. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, es muss ja erstmal Volumen sozusagen angespart worden sein und eine entsprechende Euro-Rendite sozusagen dabei rausgekommen sein. Ja. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, auch für die Altersvorsorge den Finanzmarkt einzusetzen, von Zertifikaten bis hin über ETFs bis zu Anleihen und auch noch weitere Instrumente. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Rolf Klein von der Neutralis Kapitalberatung, Patrick Hesselhut von der Société Générale und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.